Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute schauen wir uns mal den Espresso Tycoon an. Das ist ein Prolog, also eine öffentliche Beta, die auch ihr auf Steam herunterladen könnt. Es ist so gesehen eine Demo des vollen Games, das dann nächstes Jahr erscheinen soll. Auf Steam steht im März nächstes Jahres, aber man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall möchte ich mir das heute anschauen. Ich habe bereits das Tutorial gespielt. Bin recht beeindruckt, sage ich ganz ehrlich. Es geht darum, man baut natürlich ein Café auf, wie auch der Name schon ein bisschen darauf hinweist. Das Ganze ist dann über verschiedene Level gestreckt, nämlich Orte auf der ganzen Welt. Es soll aber dann auch ein freies Spiel geben, wo man da selbst mehrere Cafés besitzen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Entwickler sind sehr interaktiv auf Steam unterwegs. Sie melden sich bei Feedback, sie geben Antworten und so. Gefiel mir, macht mir einen sehr guten Eindruck. Die haben selbst noch nie ein Spiel veröffentlicht. Das ist ihr erstes Spiel, glaube ich. Und da wollen wir doch mal reinschauen. Spiel starten. Es ist auch bereits so praktisch auf Deutsch übersetzt. Soll natürlich dann auch auf Deutsch sein. Und da haben wir auch einen Text. Die klugen Köpfe der Stadtverwaltung von Sydney beschlossen, eine erstaunliche Unterwasserstruktur zu schaffen. Ein riesiges umgekehrtes Aquarium, es sollte das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes der Meeresflora und Fauna schärfen. Leider mussten sie nach dem Bau dieses technischen Wunderwerks feststellen, dass niemand es besuchte. Gerüchten zufolge hatte niemand daran gedacht, dass ihr brillanter Plan Werbung erfordern würde. Um ihren Fehler zu korrigieren und ihre Arbeitsplätze zu retten, haben sie dich mit der Auftrage beauftragt, dort ein Café zu eröffnen. Bring wieder Leben in die Bude, mach auf dich aufmerksam und hilf dem Ozean zu überleben. Ja, dem Ozean helfen wir da. Das ist hier die Mission, das ist auch die einzige, die es in der Demo gibt. Es gibt natürlich auch hier wieder dann solche Vorgaben, um das zu schaffen. Und wir drücken einfach mal auf Starten und lädt das Ganze hier. Und ihr seht, so, es ist gedacht, dass man auf aller Welt quasi ein Café eröffnen kann. Man ist nicht nur so, dass man quasi Tische und Bänke hinstellt, wie ihr gleich sehen werdet, sondern es hat auch eine Designstufe vom Café selbst. Also man designt den Café auch. So, wir brauchen natürlich wieder einen Namen und ein Bild. Ja, da gibt es ja ganz viel. Was gibt es denn da alles Spezielles? Komm, wir nehmen das Geschenk. Das passt. Auch das ist kreativ gemacht, sage ich ganz ehrlich. Komm, ich nehme das, weil man es kaum lesen kann. Dann glaube ich auch noch die Farbe anpassen. Das sieht irgendwie auch cool aus. Klicken wir auf Starten und da sind wir. Und so, ich mache erstmal Pause und ich erkläre euch mal das Spiel ein bisschen. Ich habe jetzt absichtlich das Tutorial gespielt, denn ihr seht, es gibt nicht nur hier unten oder auf der Seite Knöpfe, sondern auch oben. Einerseits, man bewegt sich hier ganz normal. Ist jetzt schwer zu zeigen, weil man hier unter Wasser ist, aber ansonsten wäre man auch an einem Gebäude. Es gibt aber nicht nur das, man kann die Kameraperspektive umschalten und dann kann man quasi im Café herumgehen und sich das Ganze aus der Nähe anschauen. Also geht natürlich auch, wenn die Zeit läuft, nicht nur, wenn es pausiert ist. So viel mal dazu, das macht jetzt hier natürlich nicht einen riesen Eindruck, weil das einfach in einem Unterwasserwelt ist. Ich habe aber das Tutorial in einem anderen Ort gespielt, wo Straßen sind und Häuser, und da macht es schon noch ein bisschen den besseren Eindruck. Wir haben verschiedene Dinge. Einerseits, wir haben natürlich Einrichtungen. Ihr seht, wir haben aktuell hier zwei Tische mit zwei Stühlen. Wir haben 1000 auf dem Konto. Man kann über das Design-Menü nicht nur neue Gegenstände platzieren, sondern man kann auch den Boden anpassen. Man kann auch die Wand anpassen. Gut, ist jetzt beim Aquarium auch nicht so, so richtig das, was man braucht. Und ja, kommt fürs Erste. Wir setzen da mal noch zwei Stühle hin, damit ihr es mal seht. Der Baumodus ist auch relativ interaktiv. Ihr seht, hier ist kein Tisch zugeordnet und so passt es zum Tisch. $60 kann ich mir noch leisten. Man kann den auch hier noch designen. Sehe ich auch erst das erste Mal. Also ich habe nicht, man hat natürlich nicht alles gelernt. Ah, das erkennen wir hier dran, dass man da auch die Farbe verändern kann. Es gibt zum Beispiel auch, was einem gezeigt wurde, es gibt eine Jukebox, um da Musik laufen zu lassen. Wie kostet die? 180, die spare ich mir mal jetzt noch schnell. Weiß nicht, was ich da alles noch brauche. Er zeigt mir hier hin zu der Mission und ich glaube, da steht noch die Aufgabe. Genau, das ist das, um quasi die Mission zu schaffen. Aber einerseits, wir haben Mitarbeiter. Besitzen wir den bereits? Ja genau, der ist schon angeheuert. Der steht hier 8 Stunden am Tag.
Und der wird auch eingeplant. Ihr seht hier den Zeitplan von 6 Uhr bis fast 6 Uhr am Abend. Bevorzugt ist es vormittags hier. Ich denke, auch das wird dann noch alles richtig übersetzt, damit man es auch als Europäer lesen kann, muss man so sagen. Das Menü hier an der Seite ist eigentlich nur für den Kameramodus. Ich kann aber das Menü nicht verstecken, also das ist einfach da. Dann haben wir zum Beispiel haben wir ein Menü. Und da seht ihr, wir haben Espresso, wir haben Americano und White Americano. Wir sehen hier den Preis und die Marge, die wir haben, können wir alles einstellen. Wir können aber auch einen eigenen Kaffee kreieren. Komm, machen wir einfach mal, damit wir es sehen. Ich kann hier die Tasse auswählen. Wir nennen mal das. Gehen auf den nächsten Schritt. Nehmen wir heißes Wasser. Ich kann da Milch wählen. Ich kann Sirup wählen. Eiscreme. Extras gibt es da. Sahne. Muss man aber alles forschen. Wir nehmen das Wasser wieder weg. Keine Ahnung, wie man den Sirup kombinieren kann. Sirup mit kaltem Wasser. Kombinieren wir mal das. Nachher können wir hier drüben die Menge einstellen. Ihr seht da, also ich kann das individuell zusammen machen dann. Wir haben auch Infos hier. Wir haben eine Marktanalyse. Es gibt verschiedene Arten von Kunden, wie ihr seht. Wir gehen einfach mal auf Weiter. Ich kann dem auch, kann das noch garnieren. Zum Beispiel Schlagsahne obendrauf. Das ist aber da nicht so eine gute Idee. Und dazu kann man dann auch noch, nur zum Zeigen, noch Früchte auf die Schlagsahne packen. Das ist ebenfalls möglich. Und zum Beispiel eine Waffelrolle auch noch drauf machen. So, nächster Schritt, das ist die Zusammenfassung. Und dann nehmen wir das einfach als Sirup hier auf die Karte auf. Jetzt habe ich den hier zur Auswahl. Kann den wählen, zum Menü hinzufügen. Und jetzt ist er hier. Und jetzt seht ihr, wir haben keine Tasse dafür und wir haben auch kein Sirup bei uns. Wasser haben wir natürlich, also ein Wasserfilter besser gesagt. Gut. Das heißt, wir müssen die jetzt bestellen, denn es gibt auch noch Dinge, die ich da gar nicht gelernt habe. Aber wir haben hier Vorräte. Jetzt kommt das. Also es ist eigentlich auch hier alles zusammengefasst. Wir haben eine Basis, wir haben Zutaten, wo zum Beispiel jetzt dieser Sirup ist. So, und jetzt kann ich hier den bestellen. Kann zum Beispiel sagen, ich hätte gern 5 Stück. Und ich soll mir sofort liefern oder in 3 Stunden. Wir nehmen mal sofort, dass wir da bereit sind. Jetzt weiß ich nicht, wo hier denn der Anlieferraum ist. Ah, da bringt das U-Boot. Sehr gut. Seht, ansonsten ist es nämlich eine Drohne. Gut, schon mal so viel zu dem. Jetzt seht ihr, ist es grün. Sehr gut. Also, so geht das. So habt ihr es gelernt und man kann später natürlich auch einen Kaffee machen, nicht nur ein Sirup. Ist ja klar. Forschung haben wir auch gerade kurz aufblinken gesehen. Jetzt gehen wir aber erstmal im Spiel weiter. Bleiben jetzt auf Play. Jetzt müsst ihr schauen, dass hier das Café natürlich geöffnet ist. So, ist nämlich geschlossen. Café ist offen. So, da kommt die erste Person. Wir gehen mal schon in die andere Ansicht. Oh, der hat richtig Durst hier auf das Ganze. Da kommen noch mehr runter. Die haben alle da oben. Ja, die spawnen gerade da oben. Aber ja, lass uns das mal nicht groß beachten. Da steht jetzt offen. Wir haben geöffnet. Hier zum Beispiel eine Toilette, wie ihr seht. Die ist noch nicht freigeschaltet. Wir können damit auch interagieren. Und der hat jetzt keinen Kaffee gefunden, den er bestellen möchte. Was auch cool ist hier, man sieht auch die Kamera fährt damit mit. Und man sieht hier Echtzeitaufnahmen so gesehen daraus. Das ist schon ganz gut gemacht. Und die sind natürlich alle in eine Zielgruppe eingeteilt. Ja, das ist ein Kind. Oh, die bestellt jetzt einen Espresso. Der ist sehr günstig. Aber die mag den eigentlich nicht. Also auch die hätte gern was anderes gewählt. So, setzt sich hin. Und trinkt den hier. Wir haben damit irgendwie 3 Dollar verdient oder so. Also nicht gerade viel. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie kommen wir hier denn weiter? Denn zum Beispiel möchten wir natürlich die Toilette freischalten. Und dafür bräuchten wir jetzt 3 goldene Bohnen. Die sehen wir hier in der Mitte. Wir haben aktuell eine. Und um da auf 2 zu kommen, müssen wir 3 Kaffees verkaufen und 10 Stilpunkte haben. So, jetzt ist natürlich der ist gegangen. Also müssen wir jetzt Kaffee schließen. Die 2 Kunden lassen wir da bleiben, wie sie möchten. Und theoretisch habe ich jetzt die Möglichkeit, die Zeit zu überspringen. Die Stilpunkte sehen wir hier oben. Ich glaube, das setzt sich zusammen, was wir hier als Dekoration platzieren.
Ja, genau. Wenn ich jetzt hier nämlich so eine Blechdose, dann gibt mir das wieder 2 Stilpunkte. Das für den Tisch. So, zum Beispiel. Und da haben wir das Level schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch, der Kaffee hat den Standard erreicht, um mit 2 goldenen Bohnen ausgezeichnet zu werden. Wir haben eine Geldprämie bekommen. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir zusätzliche Mittel natürlich. Zusätzliches Slot im Menü, mehr Tagesrabatte, Recherche, Schulung von Mitarbeitern, Vermarktung. So, da steht wieder so viel Zeugs, was wir noch nicht gesehen haben. Schon krass. Da kommt eine Herausforderung in 12 Minuten. Oder Stunden, wie das auch immer gedacht ist. Kann man schneller, dann geht es auch schneller voran. Naja, lassen wir es mal laufen. Jetzt haben wir hier 10 Stilpunkte. Und um da auf die nächste Stufe zu kommen, brauchen wir 20 Bewertungen. 10 Kaffee zum Mitnehmen. Es geht immer wieder weg. 25 Stilpunkte. Und ein Mitarbeiter, der die Mindeststufe gut hat. Das ist doch auch mal was. Okay. Komm, ich überspringe mal die Zeit, dass wir da auch einen Betrieb sehen im Hintergrund. Was können wir sonst noch machen? Wir haben eine Recherche, also eine Forschung. Und da können wir Dinge forschen. Einerseits für den Café-Editor und für die Dekoration. Jetzt müssen wir da natürlich ein Budget zuweisen. Und ich weiß nicht ganz, ob wir hier oder da. Ich würde mal hier, dass wir verschiedene Kaffeearten sehen. Und wir machen das einfach mal auf 30 pro Tag. Ich glaube, ich kann hier Prioritäten vergeben. Und jetzt forscht er automatisch. Nebenbei könnte ich das hier drüben auch noch machen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir auch noch was verdienen. Genau. Wir haben auch noch das Marketing. Und da können wir jetzt zum Beispiel Instagram oder Radio oder TV können wir Werbung schalten. Natürlich die Tage auswählen, die Zielgruppe und dann geht das ab. Ich weiß aber noch nicht, was unsere Zielgruppe so richtig ist. Wir müssen mal in die Bewertungen schauen, wer denn da so zufrieden ist und wer nicht. Also ihr seht, es ist recht komplex gehalten, was das angeht. Wir haben überall eigentlich eine gute Marge und den Flat White, den haben wir aktuell. Also das sind so quasi so Vorgaben, die es so gibt. Aber man kann natürlich auch die eigenen machen, wie man es möchte. Mit dem Flat White, da müsste ich noch Tassen bestellen und einen Milchschäumer haben. Jetzt müssen wir da natürlich mal schauen. Es gibt hier Kaffeemaschinen. So, die übrigens auch kaputt geht. Und wir schauen mal, was es da sonst noch so gibt. Da gibt es nämlich die da. Qualität, Schnelligkeit. Also die ist schneller. Die hat einen Milchschäumer. Die hat 2 Slots. Und die ist. Ja, ich weiß nicht, ob die in der Bedienung besser ist. Weiß nämlich, die nächste ist dann die. Ich würde sagen, wir graden die einfach mal ab. So. Und jetzt steht die da hinten. Sehr gut. Jetzt haben wir auch einen Milchschäumer, so gesehen. Und jetzt können wir den schon herstellen. So. Einmal hinzufügen. Dann ist er da. Und jetzt haben wir eines mehr im Angebot. Könnt natürlich da auch mal sagen, unsere Marge in 10er Schritten erhöhen. Das wollte ich. So, wir lassen es gleich. Wollte es nicht so machen. Hab 8 Pflanzen. Ah, das sind Herausforderungen. Komm, das nehme ich an. So, ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, 8 Pflanzen zu haben. Ich hoffe, ich kann mir das leisten. Gehen wir hier hin. 70, 30, 60. Will die günstigste finden. Gibt es hier auch Kredite? 5. Jetzt habe ich mal wieder toll aufs Geld geachtet. Ah, der Mitarbeiter ist auch weg. Könnten natürlich auch einen zweiten noch einstellen. So, ich stell einfach mal einen zweiten an. Es geht uns ja jetzt hier nicht drum. Und den lassen wir so arbeiten. Dann passt das doch. Dann ist jetzt der auch da gespawnt, so komischerweise. Gut. Wir wollten schauen wegen Finanzen. Da kann ich hier rauf schauen. Da lehnen. Ah, hier kann man erhöhen. Sehr gut. Ich hoffe, das lohnt sich aber auch. Nicht, dass das für nichts war. So. Dann hier nochmals. 6 von 8, 7 von 8. 8 von 8. Sehr gut. $150 hat es nur gegeben. Okay, gut. Ich habe natürlich auch ein bisschen was davon bekommen. Und in 13 Minuten gibt es die nächste Herausforderung. Jetzt haben sie auch eine Recherche abgeschlossen. Und zwar
Erdnuss-Eiscreme haben wir hier. Und da geht es auch schon weiter. 30 pro Tag ist auch gar nicht mal so wenig. Und wir könnten jetzt mal, also Kaffeemaschinen haben wir ja gesehen. Es gibt aber auch noch Snacks. Ihr seht, die Vitrine hier ist sehr leer. Und da haben wir zum Beispiel ein Croissant. Was wir da anbieten können. Hier oben. Keine Ahnung. Ist das einfach so da? Da gibt es da noch weitere Artikel. Oder ist das nur Deko? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, genau. Und einen müssen wir noch weiterbilden. Auch noch gut zu wissen. Wo muss er denn gut sein? Fähigkeit Kaffee auf mindestens gut. So, Kaffee haben wir hier auf schlecht. Dann gehen wir da auf trainieren. 160 kostet das. Okay. Und jetzt ist es 6 Minuten am Trainieren. Oder also 6 Stunden, wie auch immer. Und dann müssten wir auch diese Vorgabe erfüllen. Wir haben auch noch Abfall zum Reinigen. Ihr seht, man muss das Kaffee immer sauber halten. Ja, bei dem. Er hat da die Tasse in die Tasse gesteckt. Das war toll. Vielleicht brauchen wir ein paar Tische mehr. Könnte gut sein. Oh, da ist der Tisch ja. Dem Tisch geht's gar nicht gut. Sowas aber auch. Ihr geht's gut. Mehr oder weniger. So, Müll entfernen. Sonst gibt's schlechte Bewertungen. Ist die Statistik hier oben. Nur ein Kunde ist schon wenig. So, was sagt der? Er sagt gar nichts. Man kann auch hier nicht nur folgen, sondern 10 Dollar Rabatt geben. Das kostet mich da aber auch. Ich weiß aber nicht, ob das den zum Umkehren bewegt. Ich glaube nicht. Die 10 Dollar habe ich für gar nichts. Für wirklich gar nichts ausgegeben. So. Oh, die bestellen Croissant. Oh, die Einrichtung hat ständig wiederholende Items. Aber sie liebt den Stil. Ja, genau. Ja, ich glaube, das mit den Pflanzen war da nicht so geil, dass die sich immer wieder wiederholen. Wir können aber auch mal zeigen, man kann Items wieder entfernen. Zwar so, und man verliert gar nicht mal so viel, wenn ich da ehrlich bin. Lass es mal so sein. Ah, jetzt ist er auf der nächsten Stufe und er ist jetzt nicht schlecht. Das heißt, man muss noch mehr in die Forschung schicken. Und er sagt jetzt auch, mein Gehalt hier ist in Ordnung, einfach nur gut. Also gehen wir hier ein bisschen höher, dass er mehr zufrieden ist. Bei dem da sind wir ein bisschen tiefer. Ah, da brauchen wir 240 Dollar dann für das nächste Training. Das wird dauern, glaube ich. Das ist nicht so schnell erledigt. Wir können auch mal drauf schauen und einen neuen Kaffee machen. Also, neuer Kaffee erstellen. Kaffee schichten. Wir nehmen jetzt einen Espresso mit heißer Milch. Machen da noch Vanillesirup rein. Und Erdbeereiscreme. Oder, und Erdnuss. Alter, das wird ja, keine Ahnung, was das wird. So, dicke Sahne haben wir noch nicht freigeschaltet. Weiter. So, dann kommt oben drauf Schlagsahne mit Beeren und Waffel. Ne, komm, ohne Waffel, sonst wird das viel zu teuer zum Organisieren. Und das ist dann die Zusammenfassung. Das passt den Senioren am besten. Aha, wenn er nichts Besseres findet auch. So, und ich nehme jetzt einfach mal Eis. Gut. Dann fügen wir das zum Menü hinzu. Und dann müssen wir ein paar Dinge bestellen. Ah, ich kann es direkt hier. Ihr seht, es hat auch alles eine Kapazität. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die Schlagsahne anschaue, dann ist die 900 Milliliter. Und jetzt muss man das halt vergleichen mit dem Menü. Also man muss halt hier schauen, wenn ich auf Bearbeiten gehe. Wir haben ja hier eine Menge eingestellt. Heiße Milch ist das, was wir am meisten brauchen. Ah, Sahne sieht man hier nicht. Aber wir sehen hier, Milch braucht 120 und wir haben 3 Liter an Lager, so gesehen. Das heißt, man muss jetzt nicht jedes Mal für jeden Kaffee einmal Milch bestellen, sondern es reicht einfach die Menge aus, solange man das hat. Da sehe ich wieder was anderes Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Muss man denen Wasser geben? Das glaubst du ja nicht, an was hier alles gedacht wurde. Und für das braucht man wiederum diesen Wasserfilter. Das ist ja... Also, das Game überrascht mich immer wieder fürs Neue. Ihr müsst so sehen, es ist eine Demo eines neuen Spiels. Und es ist noch nicht komplett. Und falls ihr Lust habt, unten findet ihr den Link zu Steam. Ihr könnt es auch selbst spielen. Da kommen die ersten Geschenke an. Und ihr könnt es natürlich besser spielen als ich. Ich spiele es ja auch als Demo, um euch zu zeigen. Das ist ja klar. Ich würde sagen, wir geben uns nochmals ein bisschen Darlehen. Weiß nicht, wie hoch das geht.
Da ist wieder Müll. Der hier Bewässerung. Wir haben ja... Okay, das Wasser reicht noch weit. Der gefällt Kinder und Studenten. Dieser Tisch, der kostet 160. Wir stellen den mal hier hin. Und dann schauen wir hier. Der ist auch für Studenten gemacht. Einmal da. Und einmal da. Schon mal so viel zu dem. Wir werden jetzt das natürlich hier nicht schön einrichten. Also, wir könnten ja auch mal diese Jukebox holen. Einfach so für die Stimmung. Stellen wir die mal hier hin. So. Und dann kann ich da nämlich... Ja, ich kann auch umplatzieren. Kann hier die Musik ändern. Jetzt haben wir Jazz. Es gibt Lounge, Rock, Techno. Geht's aber richtig ab. Country. Passt die eigentlich auch nicht hier hin. Folk. Latino, keine. Soundtrack, klassisch, Hip-Hop. Und wir nehmen mal Lounge. Macht noch die Stimmung ein bisschen besser, hoffe ich doch. Hier Stilpunkte. Kindern und Senioren oder Studenten gefällt es jetzt am besten wegen dem Tisch. Aber es bringt uns halt nichts, wenn wir im Menü nichts haben, was ihnen gefällt. So, und darauf möchte ich jetzt mal achten. Steht denn hier eine Hilfe? Wie man das... Also man muss es natürlich herausfinden. Lässig ist das. Studenten, geht da schon hoch? Kaltes Wasser nicht. Oh, ich kann auch zwei Portionen von dem hinzufügen. So, wir lassen das heiße Wasser weg. So wäre das ein Business-Café. Nur so, oder wie? Das ist ihre erste Wahl, weil es wahrscheinlich am günstigsten ist. Lassen wir das weg. Nur so. Wir können dafür die Menge erhöhen. Das macht dann keinen Unterschied, so wie wir sehen. Das gefällt ihnen aber. Das ist doch gut. So, nächster Schritt für Kinder. Nein, Stärke, sehr stark. Das ist gut, Koffein. Okay, und Business ist ja auch noch gut dabei. Nehmen wir einfach Student, so. Fügen den zum Menü hinzu. Der ist jetzt hier drauf. Ich glaube, ja genau, ihr seht, wir haben Slots. Und jetzt können wir hier noch die Knusper-Dinger bestellen. Ja, drei Kartons, würde ich sagen. Und dann sind die in 3 Stunden da. Dann haben wir dann etwas im Angebot. Bis dahin. Ja, ist halt eher wieder knapp. Oh ja, ich wollte schauen. Was hat der bezahlt? Oh, wir haben ihn für 25 Cent gekauft und für 1 Dollar verkauft, glaube ich. Jetzt sollten wir mal wieder in die Recherche gehen. Ah, wir müssen da noch auswählen. So, wir wählen einfach alles hier und da drüben. Lass uns mal Snacks wählen. Und dann möchte ich da auch 30 am Tag ausgeben. Ich weiß nicht, also wir können jetzt nicht raten, was da welches Budget hat oder so. Und wir können auch nicht auswählen, was wir genau erforschen möchten. Es wird dann aus der Kategorie Snacks was gewählt. Also irgendwas, was wir hier finden, wird dann da gewählt. So, da füllen wir hier wieder auf. 3 neue Gegenstände recherchieren, das kann ich machen, das sollten wir hinkriegen. Das gibt 350 Dollar. Mal schauen, wie schnell geht denn das? Wir erhöhen da einfach mal kurzzeitig... Hunderte am Tag ausgeben. Dann geht es aber schnell. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht hier, sondern da würde ich gerne Hunderte ausgeben. Für die Snacks. Da haben wir schon eine Bewertung von 8. Das ist doch mal schön. Endlich ist sie gestiegen. Das ist auch noch alles, was wir brauchen. Außer natürlich, dass wir noch den Mitarbeiter von nicht schlecht hier trainieren müssen auf gut. Da haben wir einen roten Cupcake erforscht. Aha, aus der Kategorie Snacks. Schauen wir doch mal rein. Der kostet 4 Dollar, die ich mir nicht mehr leisten kann. Einen Moment. So. Wir erhöhen hier einfach mal unser Budget. Und dann kann ich mir den leisten. Hier rein. Sehr gut. Neue Zutat. Aufgeschäumte Sojamilch haben wir da bekommen. Und wir haben die Forschung geschafft, weil wir auch noch einen weißen Schokoladendonut freigeschaltet haben. Ah, ich weiß, warum wir so... viel Geld verloren haben, glaube ich. Das liegt an der Rechercheausgabe. Sehr gut. Belohnung einfordern, dann sind wir wieder flüssig. Und in 10 Minuten gibt es die nächste. Haben wir da noch was Gescheites freigeschaltet? Ja. Ein Schokoladendonut. Den stelle ich da natürlich noch rein. Sowie ein Croissant. So. Und wir haben eben gerade ein Cupcake wildes Erdbeerfeld freigeschaltet. So, auch noch rein. Also so wie es scheint, haben die kein Haltbarkeitsdatum oder so. Die sind einfach da. Ob sich die Bar erweitern lässt, weiß ich nicht mal, ehrlich gesagt. Wenn schon die Maschine. Da müssen wir aber 1000 Dollar haben dann.
Das ist aber nur fürs Design, sowie auch die Lampen sind ebenfalls nur designtechnisch. Zum Beispiel eine moderne Stehleuchte hier. Einmal so hin. Habe 5 Lampen. Er passt ja exakt. So. Gibt 100 Dollar Strafe und würde eine 10 plus Bewertung geben. Wir haben jetzt aber aufgepasst diesmal. Wir müssen da einfach so eine Öl... Also, dass das jemandem gefällt, ist ja eigentlich schon zu lustig. So, die kann man auch auf den Boden stellen. Einmal dahin. Und die muss auf einen Tisch. Aber die sind doch viel zu groß. Das passt überhaupt nicht dahin. Das ist die schönste. Und die kann ich noch farblich verändern. Auch wenn das nur der Stil ist, so wie es aussieht. Ah, nee, die Fußplattform auch noch. So. Jetzt haben wir 27 Bewertungen. Was fehlt denn jetzt noch? Nur noch der Mitarbeiter. Oho. Der ist jetzt weg. Also hier, Mitarbeiter, Barista. Brauche wieder 240 Dollar. Einmal hier. Ah, jetzt steht da. Auf von nicht schlecht auf gut. Dauert 12 Stunden. Das heißt, der wird morgen eine Stunde zu spät zur Arbeit kommen. Ist aber nicht so schlimm. Das haben wir soweit schon mal geklärt. Hier sind übrigens die Optionen. Da ist nichts Spezielles. Und da wird wieder gut Snacks gekauft. Da ist eines weg. Ich weiß nur nicht genau was. Der Donut ist weg. So. Einfach wieder hingestellt. Das Croissant auch noch. Also sicher. Gut. Ah, der kostet schon 5 Dollar. Dann ist ja klar, nehmen wir mehr ein. Wir haben sowohl für den Cupcake als auch noch für das Rezept etwas freigeschaltet. 120 für Kreditzinsen bezahlt. Wie immer gut. Dann überspringen wir hier die Zeit. Dann geht das so weiter. Und da kommt er wieder. Jawohl, da hat er es geschafft. Wir haben 3 goldene Bohnen, unser Kaffee. 500 Dollar bekommen wir als Prämie. Und wir haben jetzt mehr Tagesrabatte. Anheuerung von Reinigungskräften, Kauf des Badezimmers. Sehr, sehr schön. Ja, was machen wir als erstes? Die 500, eigentlich müssen wir die 500 hier zurückzahlen. Wir machen aber hier ja einen Test. Und deshalb würde ich sagen, einerseits, wir holen uns eine Reinigungskraft. Aber ich würde schon sagen, die günstigste anheuern, so. Und es ist auch schön, es sind ja quasi wie Skillpunkte hier. Also Schnelligkeit, Blumen, Toilette, Kaffee. Das heißt, man kann richtig viel Geld ausgeben, um die Mitarbeiter hier hochzuleveln. Das ist nicht nur einfach so ein bisschen. Ja, da lohnt sich's ja richtig. Da lohnt sich's ja richtig. Macht immer am Abend. Was haben wir freigeschaltet? Schlichtheit, Cupcake. Sieht auch cool aus. Die Donuts sind schon wieder weg. Das nervt vielleicht ein bisschen auf Dauer, hier das Einfüllen. Oder das ständige Aufbereiten, was fehlt. Oh, da ist noch Schokoladendonut neu. Um jetzt auf die nächste Stufe zu kommen, brauchen wir mehr Stilpunkte. Nur ein bisschen. Bewertung von 80. 10 neue Gegenstände recherchieren haben wir schon. Und Barista mit der fähigen Milch auf gut. Okay, da geht es also auch schon wieder um die Mitarbeiter hier. Milch sehr schlecht und schlecht. Könnten wir da sagen, trainieren für 6 Stunden auf gut. Oh, und da ist ein Bestellvorschlag. Es sind natürlich gewisse gar nicht mehr verfügbar, gehe ich von aus. Oder ja, nur noch ein paar Tassen. Zu diesem System übrigens auch noch was. Jetzt, wir haben ja hier Waffelröllchen. Nur als Beispiel jetzt, ist bei jedem so. Da kann man wählen, was man da nimmt. Und zwar, es gibt 4 zur Auswahl. Das ist quasi unterschiedliche Kapazitäten natürlich. Unterschiedliche Qualität, unterschiedlicher Preis. Und wenn ich jetzt, man kann hier einstellen, welche er uns da vorschlägt. Das ist nämlich immer der oberste. Ich kann jetzt sagen, Priorität, das ist ja nicht mal einmal knusprig. Also das ist ja ganz schlecht so gesehen. Aber wir könnten auch sagen, wir haben da was Teures. Und wir nehmen das nach oben, dann schlägt er mir nächstes Mal dieses vor zum Bestellen. Nur so als Ding. Auch hier unten seht ihr, wir haben jetzt überall das zweitschlechteste und wir könnten uns auch so verbessern, indem wir jetzt eins von dem bestellen. Und ich weiß nicht, ob sich das auch auswirkt auf die Zutaten, die er da nimmt oder sie nimmt, wenn sie einen zubereiten muss, ob das auch nach dieser Priorität gehalten wird quasi. So, was ist denn das? Oh, das ist unser Mitarbeiter.
Macht er auch mal was? Jetzt habe ich ihm gerade die Arbeit weggenommen, glaube ich. Gießt er die Blume, oder wie? Und wir haben da den dreieckigen Toast freigeschaltet. Jetzt gehe ich mal weg von den Snacks und wir gehen da mal auf... Ja, komm, Tische. Machen wir das. Da drüben ist weiterhin alles gut. Oder da weitermachen. So, hier wird wieder gut eingekauft. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen neuen Kaffee. Ich glaube, wir haben auch 2-3 Slots mehr bekommen. Ja, seht ihr. Neuer Kaffee erstellen. Wir nehmen mal die Tasse. So, da muss man immer wieder nach oben. Grund ist Espresso mit kalter Sojamilch. Das gefällt dem Hipster besonders. Bisschen, was ein bisschen schwer ist oder was gefühlt noch fehlt, ist so ein bisschen eine Marktanalyse. Also was da, wie wem gefällt. Wenn ich jetzt da das Ganze, ja, wenn ich mehr Milch reinmache, gefällt es denen. So gefällt es den Studenten sogar noch. Dann ist ja gut. Nächster Schritt. Da gibt es jetzt auch die große Schlagsahne. Ihr seht, dann gefällt es den lässigen Leuten. Aber den anderen nicht mehr so gut. Lassen wir das mal weg. Wenn ich die Waffelrolle dazu nehme, gibt es nur ein Plus. Also lassen wir die drin. So. Und der nennen wir einfach mal Hip. So, ganz simpel. Für Kinder ist er nicht. Speichern. Sehr gut. Hip. Was ein bisschen fehlt. Wenn ich jetzt hier Hip habe, würde ich ja gerne jetzt bereits schon mal das bestellen. Bevor ich es auf die Karte hinzufüge. Aber das fehlt auch ein bisschen. Einmal Sojamilch bestellt. Da ist es angekommen und jetzt müssen wir, genau, jetzt können wir 7 Tassen davon herstellen, weil ihr seht, die Sojamilch reicht nicht so weit. Da ist, das ist schnell aufgebraucht. Das ist quasi auch immer, ach, es gibt sogar noch Reinigungsmittel später. Wieder Musik Country, das ist doch easy. Haben wir eh schon drin. Ja, das erledigt sich ja von alleine. Also die Aufgabe ist ja, gut, es gibt auch nur eine kleine Bewertung. Es ist schon sehr viel automatisiert dahinter. Also es ist nicht nur so, dass man hier alles von Hand machen muss, sondern wenn man es richtig einstellt, wenn man hier das alles vorgibt, dann, wir können jetzt schnell drauf schauen. Ihr seht, hier könnte ich noch was bestellen, dass wir Sojamilch haben. Dann funktioniert das schon so, dass das schon ein bisschen automatisch kommt. Jetzt schauen wir noch ins Marketing rein. Wir haben ja jetzt zum Beispiel einen Hipster. Ja, wir sind jetzt für Hipster gut dabei. Radio ist zu teuer, TV viel teuer. Da ist natürlich viel günstiger. $10 pro Tag. Kann ich jetzt auch mehrere. Kann auch kombinieren. Wir können zum Beispiel noch Studenten kombinieren. Dann machen wir doch das mal. 210 kostet das. Jetzt bin ich gespannt, ob man das dann auch auswerten kann und ob das was bringt, natürlich. Wir schauen mal drauf, ob wir da einen neuen Tisch haben. Der ist, glaube ich, neu. Er hat auch seinen Preis, so gesehen. Gut, und bei den Stühlen gehen übrigens auch 4 an einen Tisch. So, der ist zu weit weg. Ja, geht auch 4 an einen Tisch, wenn das Platz hat da. Wurde die durch die Werbung aufmerksam? Studentin, würde passen. Sieht mir fast so aus, wenn man das Bild anschaut. Oh, ich kann doch das Bad kaufen. 1500 für das Bad. Ja, gut. Ist ein bisschen dunkel hier, ehrlich gesagt. Aber ja, da steht's. Also ihr müsst denken, das ist einfach mal eine Demo von einem Spiel, was es sein kann. Da hat's natürlich... Also dementsprechend muss ich sagen, es ist sehr polished. Es hat sehr wenig Bugs drin. Man kann es wirklich so sagen. Ist praktisch nichts aufgetaucht. Es funktioniert einwandfrei. Performance läuft auch, hätte ich mal gesagt. Das Einzige, was natürlich fehlt, jetzt gerade in diesem Level, ist ein bisschen Freiheit, weil man ist schon sehr eingegrenzt. Und ansonsten vielleicht ein bisschen Unterschiedliches noch. So wie es scheint, ist da aktuell die Toilette den einzigen Zusatzraum, den man sich da holen kann. Soweit. Ich weiß nicht, ob es da noch was anderes dann gibt. Aber ja, wir sehen, die Werbung wirkt. Okay, wer ist jetzt da? Sie. Das heißt, sobald sie weg ist, schicke ich die in... die Schulung, damit wir das hier schaffen. Da habe ich gerade bemerkt, unsere Maschine ist ja völlig kaputt. Für das bräuchte man Heimwerker. Deshalb ging es auch so lange. Ah ja, kann natürlich gut sein. So, ein paar Pflanzen sind da auch schon wieder am Verdursten. Ja, wir bräuchten eine 12 Stunden Reinigungskraft, so gesehen, glaube ich. Sonst wird das hier nichts. Tische sind aber okay.
Stühle haben auch ein Health. Ja, natürlich. Habe zwei Jukeboxen. Na komm, das kriegen wir schon hin. Spezial Jukebox. Was ist hier eigentlich? Echo Billboard horizontal. Echo Billboard klein. Ah, das ist einfach so eine Anzeige. Belohnung einfordern. Danke vielmals. Sehr gut. Jetzt gehen wir hin. Hier, Schulung. Wir müssen sie bei Milch auf gut bekommen. Also von schlecht auf nicht schlecht und danach auf gut. Das sind zwei Forschungen, nicht nur eine. Und dann können wir da die Zeit in der Nacht überspringen. Da hat sie es bereits geschafft und ich denke, damit wir jetzt das nächste schaffen, schicke ich sie gleich wieder weg. 12 Stunden. Dann sehen wir auch, ob die auch arbeiten können in der Zeit. Weil sie müsste ja dann bald auftauchen. Und ihr seht, Geschwindigkeit geht hier wieder. Und wir können ja noch einen neuen erstellen. Also, wir haben gelernt, es ist völlig egal, was wir hier für eine Tasse wählen. Hat einfach mehr Platz da drin dann. Gut. Jetzt müssen wir mal was anderes machen. Das wäre ein Business. Ja, genau. So, wenn ich jetzt hier heißes und kaltes Wasser zusammenmische. Vielleicht können wir auf lässig gehen. Milchschaum. Passt natürlich nicht mit Wasser zusammen, denke ich. Aber wir können auch mal den Espresso weglassen. Dann ist es nämlich für Kinder gut geeignet. Je mehr Beeren ich da platziere, desto besser wird das hier. Irgendwann ist es einfach voll. Aber das wird lässig und für Kinder geeignet sein. Und noch die oben drauf. Kann ich da auch wieder die entfernen? Was jetzt? Nur weil ich die bewegt habe, weil es nicht mehr gut aussieht? Oh, jetzt ist es wieder da. Keine Ahnung, ist vielleicht auch ein bisschen verbuggt. So. Das ist jetzt der Kids-Café für die lässigen Leute. Und dann speichern wir doch mal. Fügen den hinzu. Und ja, ich glaube, da haben wir schon wieder Kaffeebohnen, haben wir nicht. Ah, und die sind auch... Das dauert länger. Also je höher die Qualität ist, desto länger wartet man auch. Das ist auch schon wieder... Da ist so viel Gedanken da reingegangen. Ja, und natürlich ist gar nichts möglich zu machen. Die haben wir bestellt. Das geht dann auch ohne Kaffee. Und ja, Zeit vergehen lassen. Da dauert es nur noch 40 Minuten, bis sie da verbessert wurde. Und dann müssten wir... die nächste goldene Bohne haben. Jawohl. $1500 Prämie. Sehr gut. Zusätzlicher Slot im Menü. Tagesradrat und Handwerker können wir jetzt einstellen. Haben wir auch. Haben wir verdient, dass wir das bekommen. So, was haben wir jetzt? Stilpunkte erhöhen und Bewertungen. Ah, das ist jeweils dann für den jeweiligen Ort. Quasi eine. Ja, quasi eine so Hilfe, so gesehen. Ja, wir hätten das Level geschafft. Wenn ich jetzt noch hier das Darlehen zurückbezahlen würde. Aber dann würden wir das erste Ziel nicht mehr schaffen. Und deshalb würde ich sagen, das war's von dieser Demo. Espresso Tycoon. Wir haben reingeschaut. Ist sehr vielversprechend, muss ich sagen. Wir können auch mal noch schnell den Boden ändern. Das ist nämlich auch cool gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel den wähle. Ich sehe, kann man sich das anzeigen lassen. Kann ich es bestätigen. Kostet so und so viel. Und dann seht ihr, wie hier... das ganze Level einen anderen Boden bekommt. Oder natürlich auch bei der Wand. Dementsprechend, wenn ich die hier nehme, kostet das hier 100. Und dann geht er einmal rum und tauscht hier das Ganze aus. Ja, und es, auch die Kamera hier, es wird zwar eigentlich reichen, wenn die so auf Kopfhöhe fokussiert ist, aber natürlich hier, wenn man das persönlich so anschauen kann, ist es natürlich noch viel cooler. Das sage ich ganz ehrlich. Und hier wirkt es vielleicht nicht so, weil alles in einem Aquarium ist. Und nicht so viel zu sehen ist. Aber ich sag euch, bei Gebäuden und so macht es richtig Spaß, das anzuschauen. Und was hat die Toilette gekostet? 1500, ja. Da wird wohl nichts. Das sehe ich jetzt schon. Außer ich bekomme da noch genügend Darlehen. Und dann gehen wir hier hin, kaufen. Die Toilette ist offen. So. Das gibt aber nur wieder extra Bewertung für die Kunden. Ansonsten haben wir da nicht wirklich was davon. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Testet es gerne auch selbst aus. Ich weiß, ihr könnt es viel besser dann spielen. Mit einer kleinen Hilfe ist das klar so. Und wir sehen uns wieder in einem anderen Video auf dem Kanal. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Tschüss.